Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer weiteren Folge von Tischgespräch aus Stocks Fischrestaurant im Alstertal. Heute begrüßen wir gemeinsam einen Entertainer, der schon zu Lebzeiten zur Legende geworden ist. Komponist und Chansonnier Udo Jürgens. Er hat nahezu 1000 Lieder geschrieben und sage und schreibe an die 100 Millionen Tonträger verkauft. Ehrungen und Auszeichnungen hat er gesammelt wie andere Briefmarken. Die Goldene Kamera, Bambi, das Bundesverdienstkreuz erster Klasse, die Goldene Europa, die Goldene Stimmgabel, den Echo für sein Lebenswerk, die Goldene Feder und so weiter und so weiter. In Hamburg wird Udo Jürgens nun mit einem eigenen Musical endgültig ein Denkmal gesetzt. Unglaublich, dass er heute hier ist. Herzlich willkommen, Udo Jürgens. Udo, ich freue mich sehr. Ich freue mich auch. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Udo, Sie sind nachweislich ein Weltbürger. Aber zu unserer schönen Stadt Hamburg sagt man Ihnen eine besonders innige Beziehung nach. Was lieben Sie so an Hamburg? Es gibt natürlich einige Städte auf der Welt, die mir viel bedeuten, weil sie in meiner Karriere eine besondere Rolle gespielt haben oder in meinem Leben überhaupt. Aber Hamburg ist, glaube ich, herausragend. Das überragt sogar noch meine fast Heimatstadt Wien. Ich bin ja Österreicher, gebürtiger Österreicher, viel in Wien. Aber Hamburg, es gibt keine Stadt der Welt, in der ich so zum Beispiel so viele Konzerte gegeben habe wie hier. Das sind weit, ich glaube, über 150 Konzerte in einer einzigen Stadt. Und das ist schon ungewöhnlich. Und ich habe alle viele Projekte hier gemacht. Und im Laufe der Jahre ist es eine Stadt geworden, dass ich beinahe das Gefühl habe, hier zu Hause zu sein. Ihre Mutter ist gar nicht weit von hier geboren worden, in Schleswig-Holstein? Das ist natürlich einer der Gründe, warum ich da den Norden Deutschlands meine Heimat ist, meine zweite Heimat ist. Meine Mutter ist aus der Gegend von Kiel, also Labö, Probsterhagen, so in dieser Gegend ist sie geboren, aufgewachsen. Mein Vater, nachdem er von Russland nach Deutschland gekommen ist, er ist ja in Moskau geboren, er hat in Lüneburg gelebt und diese norddeutschen Wurzeln meiner Eltern haben natürlich bewirkt, dass ich in diesem Land hier mich immer zu Hause gefühlt habe. Und wenn ich hier irgendwo war, hat meine Mutter mich angerufen und hat mich gefragt, aus Österreich angerufen, sie lebt ja dann dort, wie riecht es da gerade und siehst du Fachwerkhäuser und solche Dinge und hat immer ein bisschen Sehnsucht hierher gehabt. Waren die Eltern Vorbilder auch in dem Große, Sinne? Ja, große Vorbilder. Ganz anders gelebt, wie ich heute lebe. Und haben mir auch früher erklärt, dass sie mir in meinem Beruf kaum werden helfen können. Aber Vater und Mutter sind für mich von entscheidender Bedeutung. Und komischerweise erscheinen sie mir noch andauernd im Traum, besonders mein Vater. In verschiedenen Rollen, das ist interessant. In welchen? Ja, nicht als mein Vater, sondern als, ich weiß nicht, jemand, mit dem ich musiziere, jemand, ich komme zum Arzt, ist mein Vater der Arzt oder irgendwie. Er kommt als Figur immer wieder mit in meinen Träumen vor. Mit dem Gesicht des Vaters. Mit dem Gesicht, mit dem Äußeren des Vaters und auch der Nähe. Aber er ist nicht mein Vater, er ist der Arzt daneben oder ein Musiker oder irgendjemand, der in meinem Traum halt plötzlich aufkommt. Eine ganz eigenartige Geschichte. Aber wahrscheinlich. Sie versucht, das deuten zu lassen? Ich deute das selber. So, gut. Ja, aber vielleicht höre ich mal im Gespräch, jeder deutet es anders natürlich und auch ein Fachmann wird mir viele Erklärungen geben. Die richtige ist sicher, dass er in meinem Leben eine große Rolle gespielt hat, immer noch in meiner Seele unendlich nahe ist und prägend auf mein Denken und Fühlen immer eingewirkt hat. Er war immer der Mann, der eine besondere Wärme ausgestrahlt hat und eine besondere Menschlichkeit. Mein Vater war nie Erfolgsgeld orientiert oder irgend sowas und hätte nie eigentlich über Leichen gehen können, tough und so. Diese Begriffe gab es auch damals gar nicht, sondern war dem Leben und der Literatur und den künstlerischen Dingen zugeneigter Mensch, der immer das Gute in den Menschen gesucht hat. Und wie kam die Intuition? Auch gefunden hat. Auch gefunden hat. Ja. Wie kam die Intuition zur Musik dann speziell?
Also mein Vater konnte ein bisschen Klavier spielen und erinnerte sich dann immer an seine Zeit, als er das noch lernte. Und da hat er dann Beethoven gespielt und der zweite Satz der Mondscheinsonate, dieser berühmte langsame Satz, da setzt er sich dann eben manchmal ans Klavier. Und das sind für mich so unvergessliche Erinnerungen. Da sehe ich ihn noch so an dem Klavier sitzen. Und wie ich ein kleiner Junge war, hatte ich Scheu vor diesem großen Flügel. Das war für mich, hatte was Bedrohliches, schwarz. Ein Grund, warum ich dann später ein Glasflügel gespielt, war auch diese Bedrohung des schwarzen Klavieres. Es war, hat mich so ein bisschen an eine Gruft, an einen Sarg erinnert. Und ein großer schwarzer Kasten, gar nicht besonders geschwungen und so. Gut, diese eine schöne Schwingung hat er drin, aber als Kind sieht man die ja nicht. Da sieht man nur so einen großen Ding und vorne sind Tasten. Und ich habe mich da, nur wenn ich allein war, dachte ich mir, was ist denn das bloß? Und dann habe ich mir, da war ich 11 ungefähr, das war in Barndorf bei Lüneburg, da lebte ich dort, habe ich, wenn niemand im Haus war, da stand ein Flügel, habe ich mich da ins Ding gesetzt und habe plötzlich diese unerhörte Faszination von Tönen auf mich wirken lassen und habe plötzlich erkannt, dass wenn gewisse Töne zueinander passen, Harmonien ergeben und habe mir dann das Klavierspielen selbst beigebracht. Mhm. Also bis zu einem gewissen Grad natürlich. Später habe ich dann, ja, und dann bin ich aber mit 13, 14 ins Konservatorium, um dann richtig das richtig zu lernen. Also ich bin nie ein großer Pianist geworden, aber ich habe das Wesentliche des Instrumentes ein wenig erkannt. In welcher Stimmung, Udo, würden Sie sagen, in welchen Phasen Ihres Lebens waren Sie am kreativsten? Und merken Sie dann sofort, hier ist ein großer Hit geboren worden? Manchmal hat man das Gefühl, dass man etwas in der Sekunde erkennt. Aber da irrt man sich auch gewaltig. Also ich war zum Beispiel todsicher, nachdem ich Griechischer Wein fertig aufgenommen hatte und das Lied gehört habe, war ich todsicher, dass irgendwas passiert damit. Dass das innerhalb von 2 Wochen auf Platz 1 geht, das konnte ich nicht ahnen. Sowas weiß nur der Dieter Bohlen, der kann das voraussagen. Der weiß es immer ganz genau. Was Nummer 1 wird, da hat er viel mehr Erfahrung als ich. Aber ich habe mich auch da schon gewaltig geirrt. Oder bei Bitte mit Sahne war ich auch sicher, dass das außergewöhnlich erfolgreich wird. Aber das viel Entscheidendere, als dass die Nummern sehr hoch in den Charts waren und erfolgreich, das viel Entscheidendere ist, dass es Kompositionen waren, die die Zeit überdauert haben, die Generation überdauert haben und nach denen heute auf einer Party junge Leute auch noch tanzen. Das ist das, was mich wirklich stolz macht. Erfüllt Sie das mit Glück auch? Das ist ein Glücksgefühl, dass ich, wenn ich heute alte Lieder von mir höre, dass ich sage, warum sind die heute noch da? Und das hat mit ihrer Qualität zu tun. Und dass die Qualität entscheidet, ob ein Lied letztlich vielleicht auch zu so etwas Ähnlichem wird wie ein Evergreen. Man sagt ja, ein Sprichwort sagt, allem Anfang wohnt ein Zauber inne. Jetzt hält bei Ihnen der Zauber schon Jahrzehnte an. Woraus schöpfen Sie die Kraft? Ja, weil Sie dürfen jetzt da nicht verschweigen, dass mir vieles schiefgegangen ist. Nicht? Ich habe zum Beispiel es nicht geschafft, eine glückliche Ehe bis jetzt zu führen. Und da muss man dazu stehen. Und da stehe ich auch dazu und freue mich darüber, dass ich mit meinen beiden Ehefrauen heute in einem guten Verhältnis lebe. Wir können uns anrufen, wir können miteinander sprechen, essen gehen. Das ist, finde ich, das ganz Wichtige. Es darf nicht Groll oder gar Hass übrig bleiben. Weil wenn sowas übrig bleibt, und das erlebe ich immer wieder, auch im Freundeskreis, dann ist das etwas, das sich gegen einen selbst richtet. Man muss wissen, wenn du zum Hass fähig bist und diesen Hass nicht bekämpfen kannst in dir, dann richtet es sich gegen niemand sonst, außer gegen dich selbst. Oder bist gewalttätig, dann richtet sich das kurzzeitig gegen andere. Du begehst etwas Zerstörerisches. Siehe das Verhalten im Terrorismus, wo das immer ist, oder diese Arten. Aber einen inneren Frieden kannst du eigentlich nur dann finden in deinem Leben, wenn dir klar wird, du musst dich selbst hassfrei machen. Und dann wirst du eine andere Balance finden. Die wahren Helden unserer heutigen Zeit und unserer Gesellschaft sind für mich alte Menschen, die man immer wieder auf der Straße gehen sieht, Hand in Hand vielleicht irgendwie, stützen sich so ein wenig mit dem Händehalten, weil der Weg unsicher geworden ist, auf dem man geht. Aber sie halten sich vor allen Dingen auch fest. Und die es erleben durften und können und die Kraft gehabt haben, ihre Beziehung ganz ins hohe Alter zu leben. Meine Eltern konnten das auch. Und manchmal denke ich, dass wir
die heutigen Generationen, die wir jetzt die Möglichkeit haben, diese Beziehung schnell zu beenden, uns kurzfristig scheiden zu lassen, manchmal ist es nur ein finanzielles Problem, dass wir uns damit auch viel Lebensqualität nehmen, durch diese Leichtigkeit und Schnelligkeit, die nimmt uns auch unendliche Qualität. Wir sind nicht mehr bereit, uns auf etwas einzulassen, um das wir kämpfen müssen. Und ich empfinde das auch ein bisschen als Verlust, dass ich natürlich letztlich gehetzt durch meinen interessanten, wunderbaren Beruf auf diesem Gebiet sicherlich mich auch manchmal sehr falsch verhalten habe. Udo, würden Sie sagen, dass Sie heute mit 73 ein weiser Mann sind oder auch immer noch ein kleines, neugieriges Kind? Das in jedem Fall. Erich Kästner hat mal gesagt, wenn du deine Kindheit in dir verlierst, dann verlierst du alles. Oder so ähnlich hat er sich ausgedrückt. Und das Kind in mir ist auf jeden Fall wach. Genauso wach, wie es damals als Kind war. Und ich bin auch alt genug geworden inzwischen, um zu erkennen, dass ich wenig weiß. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, was man erkennen muss. Man bildet sich oft viel zu viel ein oder begreift etwas. Wir müssen auch letztlich erkennen, dass alle Bemühungen, das Leben um uns herum zu begreifen, die politischen Vorgänge, die Spannungen auf der Welt, all das führt zu einem Punkt, wo wir letztlich erkennen, wir werden das nie ganz durchdringen können, geistig nicht begreifen können. Wir können letztlich nur diesen Fragen mit den Fragen der Kunst begegnen. Das ist die einzige Möglichkeit, wo wir uns auffangen können, letztlich auch trösten können durch Literatur, Malerei, Musik, durch die künstlerische Bewältigung von Konfliktpotenzial. Das ist, glaube ich, fast das Wichtigste auf der Welt. Zander auf Rahmsauerkraut mit weißer Pfeffersoße. Guten Appetit. Dankeschön. Dankeschön. Ganz originell Sauerkraut und Fisch, das ist toll. Dann heben wir doch das Glas auf. Hinreißend. Ja. Ja, großartig. Dankeschön. Zum Wohl. Udo, haben wir Ihren Geschmack getroffen? Ja, ich muss sagen, das hat meine Erwartungen auch übertroffen. Es war ausgezeichnet, originelles Rezept, kann man sehr empfehlen, weil man denkt ja normalerweise, Sauerkraut und Fisch, das geht überhaupt nicht. Aber im Elsass begegnet sich deutsche und französische Kultur und das hat das hervorgebracht. Das ist ein wunderbares Gericht. Und der Wein schmeckt auch. Also. Dann trinken wir darauf nochmal. Auf einen zweiten Besuch. Genau. Was sagen Sie zum Boom der heutigen Castingshows? Da müssen einem höchstens die Protagonisten ein wenig auch leid tun. Mhm. Ich meine, wenn da Tausende sich bewerben und dann am Schluss einer gewinnt, der vielleicht auch eine Karriere daraus machen kann, das muss man abwarten. Das kann ja durchaus der Fall sein, wenn er Ernsthaftigkeit hat und an dem Ding arbeitet, kann das ja passieren. Das Scheitern im Showbusiness ist mit einem Zerbrechen der Personen verbunden. Und wer sich da wieder fangen kann, das sind wenige, manche schaffen es, die aus diesem Teufelskreis wieder rauskommen. Wer einmal seine Nase da geschnuppert hat, wo sowas ähnliches wie Glanz, Glitter und Ruhm ist, Scheinruhm meistens ja nur, der wird unter Umständen süchtig und kommt mit einem normalen Leben nicht mehr richtig zurecht. Also ist auf jeden Fall schwierig. Und mir tun junge Leute leid, auf deren Rücken man wissentlich ihnen vorgaukelt, ihnen eine echte Chance zu geben. Es sind zu wenige, die eine Chance bekommen. Es sieht wirklich nur so aus. Und die vielleicht sich dann wirklich schwer zurechtfinden im Alltag wieder. Mhm. Also, aber es sind Talente dabei. Aber ich würde Ihnen vorschlagen, einen anderen Weg zu gehen, nämlich eine Gruppe zu gründen, diesen Beruf wirklich zu lernen, sich damit auseinanderzusetzen, das Instrument, das man spielt, ja, wirklich zu lernen. Nicht nur E-Dur, mhm, auf der Gitarre, sondern wirklich sich damit zu beschäftigen, und dann zu versuchen, mit dieser Gruppe erfolgreich zu sein. Ja. Wie Tokyo Hotel das gemacht haben. Mhm. Die haben einfach gespielt, Jungs, die gespielt haben, sind nicht zum Casting gegangen. Und das bedeutet eine größere Glaubwürdigkeit. Und ich wünsche den jungen Leuten endlich, dass sie etwas tun, was eine größere Glaubwürdigkeit hat. Sie haben eben sehr eindringlich die möglichen dunklen Phasen auch beschrieben. Können Sie das nachempfinden? Gab es jemals Momente, in denen Sie ähnlich gefühlt haben, in denen Sie
vielleicht auch verzweifelt waren? Oder? Natürlich, selbstverständlich. Ich meine, also, ich bin Gott sei Dank nicht mehr ganz jung gewesen, wie ich die Eurovision gewonnen habe. Und habe schon jahrelang mich mühsam im Showbusiness und Filmen mit Filmrollen und allen möglichen so über Wasser gehalten, dass ich leben konnte. Und dann habe ich die Eurovision gewonnen und war Gott sei Dank einigermaßen innerlich, seelisch schon bereit dazu. Trotzdem hat mich dann eine Lawine überrollt, ein Tsunami des Erfolges, international mit Auftritten weltweit, die mir schon den Kopf verdreht haben. Und ich habe dann eine extreme Alkoholphase gehabt, eine extreme Kettenrauchphase, eine extreme nicht mehr abends schlafen gehen Phase in jeder Stadt, in der ich war, ob ich in Madrid war oder in Tokio, in was weiß ich, in Australien oder sonst wo, ist natürlich, wenn man jung ist, wo sind die besten Diskos? Wir sind abends im Fernsehen aufgetreten, hinterher bis morgens um 5 in die Läden und haben geguckt, was da los ist und so. Ich meine, aber ich war eben, wie gesagt, schon Gott sei Dank über 30 und dadurch war ich doch eine Spur vernünftiger, zumindest mich da wieder rauszurappeln. Und jeder Musiker, der in dieser Zeit viel gespielt hat, wenn man den doch heute daran erinnert, der wird sofort das bestätigen wird und wird sagen, Mensch, haben wir damals gesoffen. Ja, manchmal mit glänzenden Augen, mit einer gewissen schönen Erinnerung. Aber, ehrliche Worte. Ja, aber ich bin auch, wie ich einen richtigen Rückfall hatte, gesundheitlich, durch Alkohol und durch wenig Schlaf und so bedingt, habe ich dann ganz schnell zu meiner inneren Ruhe gefunden und habe gewusst, wenn du das weitermachst, dann hast du keine große Zukunft in diesem Job. Machen Rückfälle stärker vielleicht als so mancher Erfolg? Sie machen dann stärker, wenn man sie erkennt. Aber wem man erkennt es? Erkennt sie nicht und bagatellisiert sie, ach, was soll das schon, das kriege ich schon hin, das mache ich schon und so. Dann wird es, glaube ich, gefährlich. Wissen Sie, was Ihre Mutter 1970 in einem Interview gesagt hat? Ich weiß es nicht genau, aber ich kann es mir vorstellen, denn sie konnte sehr schlagfertig sein und sie konnte auch manchmal draufhauen mit Werbung. Das hat sie in diesem Fall nicht getan. Sie hat gesagt, für Udos Zukunft sehe ich, Gedankenstrich, Musical. Hatte sie einen siebten Sinn? Sie wusste natürlich, wie sehr ich das geliebt habe, schon in jungen Jahren. Sie wusste, dass ich mit 20 Jahren am Broadway gewesen bin und dort kein Geld hatte, in die Vorstellung zu gehen, dass ich an den Bühnentüren gehört habe, wenn sie geprobt haben oder abends bei der Vorstellung. Und manchmal konnte man so ein bisschen was draus hören. Und dass sich das mich allein schon glücklich gemacht hat, da in der Nähe zu sein. Und ich habe ihnen diese Dinge erzählt und was ich mir vorstelle. Und sie wäre sehr glücklich, wenn sie da dabei sein könnte. Mein Vater auch. Was dürfen denn die Hamburger und natürlich auch alle anderen Gäste von einem Besuch bei Ich war noch niemals in New York erwarten? Ja, also ich glaube, nachdem ich gestern das Stück zum ersten Mal im Durchlauf gesehen habe, wir sind jetzt ja schon sehr weit in den ganzen Vorbereitungen, die nächsten 14 Tage werden noch Feinschliff sein ohne Ende. Es werden noch Veränderungen vorne genommen, aber nicht mehr ganz große. Also das große Stück, das steht jetzt. Die dramaturgischen Probleme sind gelöst. Und worauf es mir ankommt, ist, dass wir ein Musical auf die Bühne bringen, das Broadway-Niveau hat. Ich habe immer gesagt, ich bin nicht zufrieden, wenn wir hier ein gutes deutsches Musical abliefern. Alle singen Deutsch, erzählen eine deutsche Geschichte. Das tun wir. Mhm. Aber ich möchte, dass es der Ablauf, die Dramaturgie, der Umgang mit der Musik als szenisches Mittel. Die Musik wird wie in der Oper auch szenisch eingesetzt unter dem Dialog und in all diesen Geschichten, dass wir da ähnliche Qualität erreichen, wie man es am Broadway hat. Und da haben wir jetzt ja auch die Leute geholt, die uns da helfen, und aus Amerika und England. Und es ist ein gigantisches Team zusammen. Und was ich gestern gesehen habe, es wird ein Abend sein, das kann ich jetzt, glaube ich, sagen, wo die Leute hinterher, wenn sie auf die Straße gehen, das Gefühl haben, ich freue mich auf den nächsten Tag. Wie feiert Udo Jürgens Weihnachten? Entweder, also meistens mit meinen Kindern. Aber die haben ja alle ein eigenes Leben und leben in verschiedenen Städten. Und die gehen da und leben dort und hier. Also bisher habe ich es fast immer so gemacht, die letzten Jahre, dass ich zu meiner Tochter gefahren bin am Heiligen Abend und am nächsten Tag zu meinem Sohn. Und dass wir jedes Mal Weihnachten gefeiert haben, einmal da, einmal dort, weil eben die Familienplanung und das ganze Leben mit zwei kleinen Kindern gleich zu reisen in eine andere Stadt und Hotels, und das ist ja alles wirklich
nicht so ganz einfach. Mhm. Und ich bin unabhängig, ich kann wunderbar zu denen hinfahren und habe es bisher also immer so gemacht. Aber es gibt auch die andere Variante, dass ich mich total zurückziehe und nach Portugal in mein Haus gehe, um mal vollkommen zur Ruhe zu finden, lese, mich ans Klavier setze zwischendurch und mal so richtig die Seele baumeln lasse. Oder ich tue mal auch was, was ich auch manchmal gemacht habe, dass ich nach New York gehe und meine Freunde dort besuche und dann eine Woche lang dort mal richtig dort auf den Putz hauen. Besinnlich wird es hier jetzt bei uns nochmal. Und zwar kommen wir jetzt zu der Rubrik Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. In dieser Rubrik können unsere Gäste all das zur Sprache bringen, was sie schon immer mal tun wollten und was ihnen ganz besonders am Herzen liegt. Danke, Christian. Vielen Dank. Danke vielmals. Ich glaube, dass der Mensch natürlich nicht nur vom Brot allein lebt. Das Wichtigste, was für mich persönlich das Wichtigste ist, wenn ich die Kraft und die Energie aufbringe, wirklich meinen Geist zu beschäftigen und mich mit solchen Dingen beschäftige, dass ich gute Bücher lese, mich auf Literatur einlasse, was viel zu selten der Fall ist. Wenn ich an meine Eltern denke, die ich immer, wenn ich ins Haus gekommen bin und die hatten Zeit, mal eine Stunde dazwischen, sah ich meine Mutter in ihrem Sessel sitzen mit einem wunderbaren Buch in der Hand. Ich habe sie dann immer gefragt, was liest du gerade oder so. Ebenso mein Vater, die haben wirklich die Weltliteratur gelesen und da bin ich ihnen bis jetzt viel schuldig geblieben. Ich bin auch ein Rastloser unserer Zeit, der zu wenig liest. Nur wenn ich die Energie aufbringe, dann stelle ich fest, dass es das größte Abenteuer ist, ein Buch zur Hand zu nehmen. Mhm. Es ist abenteuerlicher, als einen Film zu sehen. Man lässt sich auf eine Sache länger ein. Man freut sich am Abend, wenn man nach Hause kommt, schon, oh, wie geht die Geschichte weiter, was passiert da? Und dann einsteigen in die Gedanken, die philosophische Gedankenwelt von sehr klugen Menschen. Das bringt einen echt weiter. Ich danke ganz herzlich für Ihren Besuch.